Hallo, liebe Skorpione, herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading über den November 2020 für euch. November, eure Zeit, liebe Skorpione, ich wünsche euch alles Gute zum Geburtstag, falls ihr schon hattet oder heute habt, vielleicht sogar. Und wenn ihr noch habt, während ihr dieses Reading hier schaut, wünsche ich euch frohe Feierlichkeiten, hoffe, dass eure Lieben an euch denken, reiche Beschenkungen, Schnitzel, wenn ihr darauf steht, oder Kuchen oder Torte oder was auch immer. Liebe Skorpione, das ist ein allgemeines Reading. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, schaut gerne unten in die Infobox rein. Ich möchte euch auch nur noch auf die Links unten aufmerksam machen. Ihr findet dort das weiterführende Reading über diese Legung. Zu meinem Kanal gelangt ihr dort, zu dem Kanal meiner Mutter gelangt ihr dort. Ihr findet dort meine Social Media Links. Eigentlich so ziemlich alles, was euch interessieren könnte. Und ich werde auch wieder diese Karten hier benutzen, denn die anderen Karten, mir ist es das letzte Mal bloß beim Editieren erst aufgefallen, spiegeln sehr stark und diese Pastellfarben erkennt man nicht so wirklich. Deswegen greife ich zurück zu denen, habe mir aber auch schon wieder neue Karten bestellt, die ich dann ja in freudiger Erwartung, denn sie sind leider noch nicht eingetroffen, fortan verwenden möchte. Aber wie gesagt, lasst euch dahingehend gerne überraschen, so wie ich auch. Und ja, schauen wir einfach mal rein. Liebe Schicksal, bitte gib mir Einsicht in den November 2020 meiner Skorpione. Der Stamm. Der Stamm, liebe Skorpione, wo geht denn jetzt hin hier? Der Stamm. Man sieht hier Giraffe, Giraffe. Einmal groß, einmal klein. Könnte sich um Vater, Mutter handeln und hier um das Kind natürlich. Könnte sich hier sehr, sehr gut um Familie drehen. Man sieht hier oben ganz leicht die Aufschrift Hotel. Hotel, Haus, Geborgenheit, Sicherheit natürlich. Ich bin hier sehr, sehr stark bei jemanden oder bei, ja, bei entweder einer Person oder einem Umstand, einer Situation, einem Ort, wenn man so will, bei dem ihr euch sehr geborgen fühlt, liebe Skorpione. Kann sich hier um Kommunikation handeln. Ich habe hier viele Vögel auf dieser Karte. Und die Nummer 8 ist vielleicht eine Zahl von Bedeutung für euch. Vielleicht habt ihr ja am 8. November Geburtstag. Das wisst ihr sicherlich selbst besser als ich, liebe Skorpione. Aber ich schaue mal, was mir die Karten noch weiterhin so sagen können, wie potenziell euer November ausschaut. Bitte gebt mir weitere Einsicht, liebe Schicksal, in den November 2020 meiner Skorpione. Der Ritter der Stäbe fällt hier raus. Das ist eine Hofkarte im Feuerzeichen. Es könnte sich um eure Energie hier handeln oder um euren Gegenüber. Der Turm. Der Turm sind plötzliche schicksalshafte Ereignisse. Sie steht auch für euch, diese Karte, denn sie repräsentiert den Mars und das ist euer Herrscherplanet, beziehungsweise einer eurer Herrscherplaneten. Ihr habt ja zwei als einziges Sternzeichen, den Pluto nämlich auch noch. Obwohl, ist das ein Planet? Das ist ein Zwergplanet. Egal. Schicksalshafte, ja, positive oder negative, auf jeden Fall plötzliche Ereignisse. Da haben sich gleich zwei umgedreht und das ist einmal das Ass der Münzen. Und der hat sich kurz danach umgedreht und das ist die Sieben der Schwerter. Ass der Münzen, neue Chance, Wege, Möglichkeiten. Sieben der Schwerter, eher hinterlistige, hinterhältige Energie. Davon stehlen kann man hier auch sehr, sehr gut drin erkennen, beziehungsweise Unaufrichtigkeit. Wie drei der Kelche. Könnte sich um eine Dreierkonstellation hier handeln, kann sich aber auch um eine Wiedervereinigung handeln. Oftmals wird auch einfach nur die Öffentlichkeit in dieser Karte dargestellt. Es ist eine Oktoberkarte. Man sieht hier das Erntedankfest auch teilweise hier drin. Oha. Das Rad des Schicksals als Outcome-Karte. Ihr seid hier zielführend auf Ereignisse, die passieren sollen, liebe Skorpione. Das sagt das Rad des Schicksals vor allem im Outcome. Also das hier, was hier passiert, und das kann ich euch noch nicht genau sagen, ist zielführend zu etwas, was bestimmt ist, was sein soll, im Prinzip schicksalshaft ist. Eine Klärungskarte bitte zum Ritter der Stäbe. War das der Stern? Das war der Stern. Wunscherfüllung, Heilung, Spiritualität hier in dieser Karte zu sehen. Eine Klärung zum Turm. Die Königin der Münzen. Könnte das mit einem Erdzeichen zu tun haben, liebe Skorpione? Eine Jungfrau, ein Stier oder ein Steinbock? Muss aber nicht sein. Eine Klärung zum Ass der Münzen. Die zwei der Schwerter in der Mitte. Sehr aussagekräftig. Geht hier um Unentschlossenheit, um
Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Eine Erklärung zu den Sieben der Schwerter. Drei der Schwerter. Oh. Okay. Von zwei auf drei der Schwerter. Man sieht hier einen Gedankenprozess, einen Progress, wenn man so will. Drei der Schwerter hat etwas mit Herzschmerz, Frustration zu tun. Kann sich vor allem in dieser Konstellation tatsächlich um eine Dreierkonstellation handeln für den einen oder anderen von euch. Eine Klärung zu den drei der Kelchen. Und wieder die sieben der Schwerter. Interessant. Hier auch in Konjunktion. Da ist man nicht aufrichtig. Das geht hier um Lug und Betrug. Es geht um Hinterlist. Vielleicht sogar Ghosting für den einen oder anderen von euch, liebe Skorpione. Werde ich mir gleich noch genauer anschauen. Die Hohepriesterin ist die zweite Outcome-Karte für euch. Spricht von einer inneren Gelassenheit, auch von einem Bauchgefühl und einer Intuition, die sehr, sehr scharf gesinnt ist auf jeden Fall. Eine Klärung zum Stern, bitte. Das ist die Sechs der Schwerter. Zielstrebigkeit und Ehrgeiz auf zu neuen Ufern hier. Eine Klärungskarte zur Königin der Münzen. Königin der Schwerter. Interessant. Interessant, interessant. Königin der Schwerter, Hofkarte im Luftzeichen. Ihr könntet es mit einer Waage Zwilling Wassermann zu tun haben hier, liebe Skorpione. Es kann sich auch um eben besagte dritte Person handeln. Weil ich habe hier zwei starke Dreier-Konstellationskarten. Ich habe hier zwei unterschiedliche Energien in Form einer Person. Eine Klärung zu den zwei der Schwerter, bitte. Das ist die vier der Stäbe. Stabilitätssicherheit, ein Gefühl zu Hause zu sein, ist hier auch oftmals drin zu erkennen. Ähnlich wie der Stamm, diese Energie hier. Eine Klärung zu den drei der Schwerter. Zwei der Kelche. Das ist die klassische Beziehungskarte und Partnerschaftskarte. Mann und Frau auf Augenhöhe hier. Eine Klärung zu diesen sieben der Schwerter. Die zwei der Stäbe. Wartezeit auf unbestimmte Zeit. Ein Richtungswechsel kann hier auch dargestellt sein. Und die drei der Münzen ist eure dritte Outcome-Karte. Handelt sich dabei um Zukunftspläne schmieden, gemeinsam etwas aufbauen, kann sich hier um eine Arbeitssituation drehen. Allerdings sehe ich hier doch vorrangig eine Liebschaft bzw. ein Partnerschaftsthema bei euch hier in der Legung, liebe Skorpione. Eure Hauptenergie, der Stamm hier, hat etwas mit dem Gefühl der Zugehörigkeit zu tun, mit dem Gefühl der Geborgenheit, auch ein Stück weit Sicherheit hier zu erlangen, eine Sicherheit in euch drin, liebe Skorpione. Und ich meine, in der Vergangenheit hattet ihr diese Sicherheit in Bezug zu einem gewissen Menschen oder zu einem gewissen Ort. Ich meine eher, es ist hier von einem Menschen die Rede, dem ihr vielleicht ein Stück weit hinterher getrauert habt, vielleicht aber auch noch hinterher rennt. Das kann, das hört sich so schlimm an. Für viele ist es aber natürlich auch nachvollziehbar, wenn man hier jemanden einfach nicht loslassen kann. So kann man es auch formulieren. Definitiv meine ich, euch im Ritter der Stäbe hier zu erkennen. Es ist hier direkt neben dem Turm die Karte im Feuerzeichen zwar. Der Ritter der Stäbe repräsentiert aber auch eine Feurigkeit, eine Leidenschaft, vielleicht auch eine Impulsivität. Beziehungsweise ist das auch jemand, der sehr, sehr genau weiß eigentlich, was er möchte. Und er weiß auch, wie er das bekommt, was er möchte und arbeitet daran. Bleibt sehr, sehr hartnäckig und das kann auch eine Charaktereigenschaft von euch sein, liebe Skorpione. Der Ritter der Stäbe schaut hier aus dem Kartenblatt hinaus. In dem Infovideo über meine allgemeinen Readings hatten bestimmt ein paar gesehen, dass wenn eine Hofkarte aus dem Kartenblatt hinausschaut bzw. nach links hier rüber schaut, schaut er meistens in die Vergangenheit. Was mir jetzt wieder sagt, wiederum, dass hier ein Mensch präsent war in eurem Umfeld, in eurem Leben, den ihr noch nicht so ganz loslassen könnt bzw. aber auch nicht loslassen möchtet, liebe Skorpione. Eins von den beiden Dingen kann hier auf jeden Fall zutreffend sein. Mit dem Stern darauf geklärt, handelt es sich hier um eine Wunscherfüllung, eine Heilung, aber auch eine Ferne. Ich bin deswegen sehr, sehr nah bei der Ferne eigentlich, weil ich die Sechs der Schwerter drauf geklärt habe.
Wunscherfüllung in dem Sinne, dass hier diese gewisse Person, dieser gewisse Mensch eine Art Wunscherfüllung für euch dargestellt hat. Eine Wunscherfüllung konjugierend mit dem Stamm eben auch mit dem Gefühl verbunden, angekommen zu sein, Geborgenheit und Sicherheit erfahren zu haben, liebe Skorpione. Wie gesagt, Vergangenheitsform, ihr schaut hier nämlich raus aus dem Kartenblatt. Der Stern stellt aber weiterhin eben auch eine gewisse Art von Heilung dar. Eine Heilung auch sehr stark verbunden mit dem Gefühl Sicherheit, Stabilität, was euch in der Vergangenheit gegeben wurde, liebe Skorpione. Doch präsent ist eher die Ferne. Die Ferne deswegen, weil die Sechs der Schwerter draufgeklärt sind. Bei den Sechs der Schwertern macht man sich auf zu neuen Ufern, man distanziert sich, man geht aus einer Situation raus und steuert eine neue Situation an. Es kann sich hier um Reisen handeln, es kann sich aber auch schlichtweg um ein Auseinanderleben hier drehen und handeln. Es kann sein, dass ihr euch im Laufe der Zeit vielleicht etwas mehr und mehr distanziert habt, ihr beide, also ihr und ein bestimmter Mensch, und ich meine, es ist ein Mensch aus der Vergangenheit, dass man sich hier eine gewisse Zeit lang vielleicht auseinandergelebt hat, beziehungsweise eine gewisse Funkstille herrschte, weil der eine den anderen sozusagen verlassen hat, beziehungsweise sich distanziert hat. Das sieht man in dieser Sparte hier sehr, sehr deutlich. Darum dreht es sich hier eher um die Vergangenheit, liebe Skorpion. Der Turm folgt auf die Sechs der Schwerter. Und ihr Turm ist A, eure Energie. Deswegen weiß ich auch, dass der hier ihr seid. Rollen können trotzdem nach wie vor vertauscht sein, liebe Skorpion, in allgemeinen Readings. Bitte beachte das. Aber der Turm stellt etwas Plötzliches dar, etwas Schicksalhaftes dar, ein Ereignis dar. Beziehungsweise aber auch ein Wanken einer gewissen Situation, beziehungsweise einer gewissen Stabilität. Es kann sich hier um Vertrauensbruch handeln. Es kann sich hier um Unsicherheit handeln. Unsicherheit in dem Sinne, weil man hier auch mit den zwei der Schwertern in der Konjunktion eine gewisse Unsicherheit ausstrahlt, in seinem Kopf, in seiner Mentalität präsent hat. Und wenn man die Konjunktion weitergeht, endet die da unten in den zwei der Kelchen, und das ist die Beziehungskarte. Liebe Skorpione, ich meine, für diejenigen, für die es hier resoniert, gab es hier in der Vergangenheit eine Person, mit der ihr euch sehr viel mehr hättet vorstellen können, aber es ist entweder passiert, eine Verbindung, eine Partnerschaft, eine Ehe womöglich auch, die dann in die Brüche ging, weil man sich auseinandergelebt hat, beziehungsweise einer hat hier den anderen verlassen, oder es kam noch gar nicht zu einer Beziehung, und dann wurde dieser Wille, diese Beziehung zu intensivieren, immer weniger durch euer oder das Verhalten des Gegenübers. Man sieht es in dieser Konjunktion hier, jemand hat hier Unaufrichtigkeit, Unehrlichkeit von jemandem erahnt, das kann sehr, sehr gut sein, beziehungsweise jemand war sich nicht im Klaren, ob man hier eine gewisse Beziehung oder Partnerschaft eingehen oder vertiefen möchte. Das sieht man hier in dieser Konstellation hier. Zwei der Schwerter, Unsicherheit, und zwei der Kelche, Partnerschaft. Unsicherheit gegenüber einer Partnerschaft, und das hat jemandes Fundament hier, jemandes Stabilität und Sicherheit ins Wanken gebracht. Wie gesagt, immer noch von der Vergangenheit sprechend. Zeit ist fließend, bitte beachte das. Es kann für die ein oder anderen, allerdings sehe ich das für die wenigeren, erst noch kommen im November. Okay? Die Königin der Münzen ist darauf geklärt. Die Königin der Münzen ist eine fremde Energie, es ist nicht eure Energie. Es kann sich um jene Person aus der Vergangenheit handeln, demnach könnte es ein Erdzeichen sein, liebe Skorpione, eine Jungfrau, ein Steinbock oder ein Stier, mit dem ihr es hier zu tun habt oder hattet, je nachdem, ob ihr diesen Menschen loslassen konntet, loslassen möchtet oder nicht loslassen könnt. Okay? Deswegen habt oder hattet. Die Königin der Münzen, es muss keines der genannten Sternzeichen sein. Bitte legt euch auch nicht darauf fest, auf diese Sternzeichen, die ich hier immer sage. Es kann sich auch sehr, sehr gut um eine Person handeln, die hier sehr viel Erdenergie in ihrem Chart hat. Ja? Oder um eine sehr bodenständige Person, vielleicht auch mit einigen geldlichen Mitteln zur Verfügung habend. Es kann sich um eine sehr loyale Person handeln, um, ich sage jetzt mal, geduldige Person. Aber es kann sich auch, vor allem weil sie auf den Turm geklärt ist und weil ich die hier daneben habe, auch um eine Person handeln, die gewisse Dinge nicht so ernst nimmt, wie er sie einfach nehmen sollte im Prinzip. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Eine gewisse, man könnte jetzt Schlendrian sagen. Ein gewisser Schlendrian. Das ist so einer, wenn sich hier zwei Menschen gefunden haben, die sich gegenseitig lieben, schätzen und respektieren. Der eine möchte das natürlich intensivieren, der andere lässt das einfach so laufen und schaut halt, was passiert so ungefähr. Er setzt nicht das Engagement und den Elan in eine gewisse Situation ein, die es eigentlich wert ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, liebe Skorpione. Die Königin der Schwerter ist darauf geklärt, und das ist die andere Person.
Die andere Person deswegen, weil ich hier ganz klassisch doch eine Dreierkonstellation drin erkennen kann, liebe Skorpione. Einige von euch werden wissen, dass ich nicht sofort, wenn ich diese Karte hier sehe, von einer Dreierkonstellation spreche. Auch nicht immer sofort von einer Wiedervereinigung spreche. Das machen sehr, sehr viele so. Ich schaue mir immer, wie gesagt, die Konjunktionskarten an, ich schaue mir die Triggerkarten an und das da, Unaufrichtigkeit, Unehrlichkeit, Ghosting hier, verlassen hier und hier in dieser Konstellation nochmal die 3 der Schwerter und die 4 der Stäbe. Es ist hier für die meisten von euch sehr, sehr deutlich die Rede von einer Dreierkonstellation. Eine Dreierkonstellation muss nicht heißen, dass die Person einen anderen Partner, eine andere Partnerin hat. Es kann auch sich sehr, sehr gut um eine Person handeln, die einer Beziehung oder einer Partnerschaft dazwischen funkt. Und das kann dann ein Freund sein, ein Familienmitglied sein. Das kann jegliche Person sein. Demnach ist es aber auch eine Person, die euch beiden, also euch und euren Gegenüber, nicht sehr wohlgesonnen ist, liebe Skorpione, beziehungsweise war. Für einige von euch sehe ich aber wirklich die klassische Dreierkonstellation, dass sich euer Gegenüber hier von euch entfernt hat, um zu einer anderen Person zu gelangen. Demnach wäre das dann die Königin der Schwerter. Das kann so rum sein oder ihr habt euch entfernt. Ne? Rollen können prinzipiell vertauscht sein. In dieser Person hier sehe ich auf jeden Fall jene Person, die dazwischen gefunkt hat. In der Vergangenheit beziehungsweise immer noch präsent in der Mitte des Readings. Ja, in dieser Konstellation auch sehr, sehr deutlich Schwert, Schwert, Schwert. Triple Schwert Energie, das ist hier die Person, die euch und euren Gegenüber nicht nur physisch, also präsent, sondern auch mental und gedanklich gesehen im Wege steht. Okay, das ist der Dorn im Auge, man könnte es so nennen. Mit den 2 der Schwertern kommt hier nämlich eine gewisse Unsicherheit und Entscheidungsunfähigkeit ausgelöst von dieser Person hier ins Spiel. Die 2 der Schwerter in der Mitte des Readings, sehr, sehr aussagekräftig, überstrahlt so im Prinzip das ganze Reading. Liebe Skorpione, ich meine, einige von euch können sich hier nicht dazu durchringen, einen Menschen komplett zu vergessen. Beziehungsweise verfrachten sich hier auch teilweise, das sehe ich eher für weniger so resonieren, aber es kann sehr, sehr gut sein, in eine absichtliche Warteposition, weil es eben auf die Entscheidung eures Gegenübers ankommt, um sich aus dieser Dreierkonstellation zu lösen oder eben nicht zu lösen. Dennoch sehe ich hier für die einigen von euch, dass die Zeit für euren Gegenüber, die ihr ihm gebt oder gegeben habt, langsam aber sicher abläuft, liebe Skorpione. Ich sehe hier ein gewisses Ultimatum, welches vielleicht noch nicht wirklich verbal gestellt wurde, aber ihr in eurem Kopf auf jeden Fall euch schon ausgemacht habt. Ihr wartet jetzt eine bestimmte Zeit lang ab, ob oder bis sich diese Person löst. Wenn er es tut, schön, wenn nicht, auch schön. Das ist so ungefähr diese Energie hier. Königin der Schwerter sehe ich, wie gesagt, die dritte Person, die dazwischen funkt. Ass der Münzen, neue Wege, neue Chancen, neue Möglichkeiten, die euch sich hier bieten würden. Ihr sie vielleicht aber auch nicht ganz sehen könnt. Hier sieht man auch die Frau mit hier dieser Augenbinde in den 2 der Schwertern, die da manchmal so ein bisschen davor die Augen verschließt. Es könnten sich hier um neue Liebschaften handeln. Es könnte sich hier um neue Möglichkeiten handeln, finanzieller Sicht, Stabilitätssicht auch. Kann sich hier aber auch um neue Liebschaften oder Bekanntschaften handeln, liebe Skorpione, die ihr hier eingehen könntet, ihr aber sehr, sehr unschlüssig darüber seid. Das hat immer noch mit dieser Person hier zu tun, die hier gleich direkt daneben ist, ob ihr auf diese Person wartet oder nicht. Und darüber gilt es hier eine Entscheidung zu treffen für euch, liebe Skorpione. Es werden sich hier Chancen für euch bieten, vielleicht haben die sich auch schon geboten und sind immer noch präsent, das kann sehr, sehr gut sein. Dennoch schaffen es die meisten von euch nicht, diese Chance wahrzunehmen, weil einige von euch immer noch in der Hoffnung sind, und versteht mich nicht falsch, daran ist nichts verkehrt, dass sich hier diese Person eben aus dieser Dreierkonstellation lösen könnte. Das wäre dann das Ende der Konjunktion hier. Mit den 2 der Schwertern auf das Ass der Münzen, wie gesagt, man ist sich unschlüssig, ob man neue Wege einschlagen soll oder nicht, ob man neue Chancen potenziell wahrnimmt oder nicht. Viel Gedankenkraft hier aufzuwenden auf eurer Seite, liebe Skorpione. Die 4 der Stäbe draufgeklärt, handelt sich um Stabilität, handelt sich um ein Gefühl des Angekommenseins. Ähnlich wie die Hauptenergie hier auch. Was ihr wollt, liebe Skorpione, ist Sicherheit, Geborgenheit, Stabilität, Festigkeit. Vertrauen auch. Ja? Vertrauen deswegen, weil ich hier 2 sehr unaufrichtige Karten habe, die hier alle mit dieser Dreierkonstellation zu tun haben. Diese Stabilität, diese Sicherheit, das ist das, was ihr anstrebt, liebe Skorpione. Nur wie ihr das erreicht, da seid ihr euch in
vielen Situationen und in einigen Zeiten oftmals nicht sehr schlüssig, beziehungsweise könnt ihr das nicht so ganz erkennen oder herausfiltern. Ihr seid hier viel in eurem Kopf auf jeden Fall, nicht ständig, aber immer mal wieder. Und das bringt euch in diese Unschlüssigkeit, in diese Unsicherheit, die hier die zwei der Stäbe sehr, sehr stark ausdrücken. Die 7 der Schwerter ist die Unaufrichtigkeitskarte, die Unehrlichkeitskarte, Lug und Betrug ist hier drin zu sehen, beziehungsweise auch ein Davonstehlen. Dieses Davonstehen sehe ich auf der Seite eures Gegenübers, wenn es so rum resoniert, beziehungsweise sehe ich es sehr, sehr stark in dieser Konjunktion bei dieser dritten Person. Das ist Unaufrichtigkeit, Unehrlichkeit, das ist hier auch Arglist und Hinterlist, beziehungsweise drückt das ganz, ganz klar die Charaktereigenschaft von dieser Person hier aus, die, wie schon vorhin erwähnt, euch nicht gerade das Beste wünscht oder euch wohlgesonnen ist. Es gibt hier jemanden, der euch nicht gerade das Beste wünscht, liebe Skorpione. Und das sieht man hier sehr, sehr stark in dieser Konjunktion hier oben drin, beziehungsweise auch in den 7 der Schwertern. Wie gesagt, eine sehr, sehr hinterlistige, heimtückische Energie. Und diese Heimtücke von einer bestimmten Person auskommend, und es kann auch von eurem Gegenüber ausgekommen sein, haben hier diese 3 der Schwerter ausgelöst. Das ist Frustration, Herzschmerz, blutendes Herz, gebrochenes Herz. Und das ist ganz klar auf eurer Seite, liebe Skorpione. Und ich meine, damit habt ihr immer noch sehr, sehr viel zu kämpfen. Man sieht es hier von der Steigerung 2 auf 3 der Schwerter, dass ihr hierüber nicht komplett hinwegkommt. Jedenfalls nicht immer. Es gibt sonnige Tage, wo ihr meint, darüber hinweggekommen zu sein, liebe Skorpione. Es gibt aber auch dann Tage und Energien, die euch da rein zurückverfrachten. Das ist dieses ewige Hin und Her. Ihr befindet euch aber auf einem guten Weg, je nachdem, was ihr erreichen wollt, liebe Skorpione. Das kann ich euch auch schon mal sagen. Mit den 2 der Kelchen auf den 3 der Schwerter geklärt, ist es hier ganz klar dieser Vertrauensbruch, beziehungsweise aber auch wirklich dieses blutende Herz in Form einer Beziehung, einer partnerschaftlichen Beziehung, die für euch sehr, sehr erfüllend sein kann, vielleicht für euch auch schon war, liebe Skorpione, je nachdem, wie es resoniert. Man sieht es in der Konstellation hier. Auch mit den 2 der Kelche auf die 3 der Kelche ist hier für einige von euch eine Intention, ein Wille zur Wiedervereinigung repräsentiert. 2 auf 3, es ist die Steigerung auf Gefühlsebene. Hier will man etwas intensivieren, eine eingeschlafene Beziehung oder Partnerschaft wieder intensivieren. Das kann für viele von euch der Fall sein. Beziehungsweise wollt ihr wieder mehr das Interesse dieses Gegenübers erregen, welcher ihr euch in der Vergangenheit hier etwas distanziert hat, beziehungsweise euch wirklich auch verlassen hat, potenziell für eine andere Person. Hier sieht man sehr, sehr stark die Intention von jemanden. Es kann sich auch um euren Gegenüber handeln. Es kann aber auch eure Intention hier sein, dass man hier wieder mehr miteinander zu tun haben möchte, mehr interagieren möchte mit dem jeweils anderen, beziehungsweise etwas, was in der Vergangenheit war, eventuell sogar wieder forcieren möchte, liebe Skorpione. Dennoch gibt es hier einige Themen, die geklärt werden müssen. Die 7 der Schwerter tauchen hier 2-mal auf. Das ist Unaufrichtigkeit, Unehrlichkeit. Auf die 3 der Kelche geklärt handelt es sich hier wirklich um Betrug in vielen Fällen, beziehungsweise Fremdgehen. Kann auch sehr, sehr gut sein. Man sieht es in dieser Konstellation hier drin. Das ist ja eine ganz klassische Konstellation, die eine 3er-Konstellation darstellen könnte. Ich interpretiere es so. Und hier mit eurem Gegenüber und euch hier drin in dieser Konstellation ist es für mich sehr, sehr klar, dass es für die meisten von euch hier wirklich um jemanden geht, der euch verlassen hat, potenziell für eine andere Person. Man sieht es in diesen 7 Schwertern auch nochmal drin. Und auf die 3er-Konstellation hier oben geklärt handelt es sich darum, dass hier erst einmal wieder Vertrauen aufgebaut werden muss. Dass hier erstmal wieder diese Stabilität und Sicherheit gegeben sein muss, bevor man so etwas überhaupt umsetzen kann, liebe Skorpione. Dieses Denken, dieses Handeln sehe ich eher auf eurer Seite, denn es wird euch nicht so leicht fallen, diesem Menschen nochmals eine Chance zu geben, nach dem, was passiert ist. Es kann auch genau andersrum sein, liebe Skorpione. 2 der Stäbe auf die 7 der Schwerter geklärt. Das handelt sich hier tatsächlich um diese Wartezeit. Die Wartezeit, die viele von euch erdulden, beziehungsweise jetzt langsam hinter sich lassen wollen. Man dreht sich hier, also man sieht es hier auch schön, man dreht sich hier nach rechts, man schaut hier in die Zukunft, auf diese 3 der Münzen, wenn man so will, und das heißt hier Zukunftspläne machen. Das heißt hier nächste Stufe erreichen, das heißt hier an sich selbst arbeiten, auf sich selbst schauen und weiterzumachen. Wie auch immer, liebe Skorpione, ihr hier weitermachen möchtet, es sieht potenziell wirklich sehr, sehr gut aus, okay?
Die zwei der Stäbe können einen Richtungswechsel darstellen. Ich sehe es eher so, dass sie hier im Prinzip in die Zukunft schaut. Die Zukunft ist sehr ungewiss. Vielleicht, was auch die beiden hier angeht, ist es ungewiss, ob die beiden sich trennen werden oder nicht. Es ist ungewiss, ob eine Dreierkonstellation überhaupt wieder zustande kommen kann. Diese Ungewissheit sieht man hier sehr, sehr stark in den zwei der Schwertern. Man sieht es in dieser Konstellation hier drin. Neue Chancen potenziell wahrnehmen können oder auch nicht. Frustration, das ist eben das vergangene Thema hier, welches euch immer noch im Wege steht, eben um euch auf etwas Neues einzulassen, liebe Skorpione. Und mit den zwei der Stäben kann hier ein Richtungswechsel repräsentiert sein, dass ihr potenziell diese Chancen wahrnehmt, aber dennoch nach einer gewissen Zeit. Okay? Einige von euch brauchen noch eine gewisse Zeit, um diesen Schmerz hier potenziell komplett zu überwinden. Ja? Das Rad des Schicksals spricht davon, dass das, was hier passiert, dieser Prozess, und ich sehe hier einen gedanklichen und emotionalen Prozess auf eurer Seite hauptsächlich, lieber Skorpione, der ist notwendig, damit sich das Rad des Schicksals hier für euch weiterdrehen kann, damit ihr weitermachen könnt mit eurem Leben, mit eurem Sein, mit eurer Gefühls- und Gedankenwelt. Die Hohepriesterin spricht von einer intuitiven Person, einem Bauchgefühl, beziehungsweise aber auch einer inneren Gelassenheit, die ihr hier potenziell erreichen werdet, wie gesagt, nach einer gewissen Zeit, liebe Skorpione. Drei der Münzen, Zukunftspläne. An euch selbst arbeiten, auf euch selbst zu schauen und glücklich, hoffnungsvoll und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Das erwartet euch hier in der näheren Zukunft, liebe Skorpione. Die Outcome-Karten schaue ich mir jetzt auch im weiterführenden Reading genauer an. Wenn ihr das in Anspruch nehmen möchtet, wenn ihr hiermit resoniert, liebe Skorpione, schaut gerne unten in die Infobox, gleich der erste Link ist das. Ich werde die weiterführenden Readings jetzt nicht mehr über Vimeo anbieten, weil da einige Probleme hatten. Schaut euch einfach den Link an, es ist eine neue Seite. Ich hoffe, es gibt damit keine Probleme. Ich habe sie jetzt mehrfach getestet, ich komme damit super zurecht. Und ja, hoffe, ihr könnt, wenn ihr möchtet natürlich, diese Readings auch demnach in Anspruch nehmen. Liebe Skorpione, ich wünsche euch ganz viel Kraft, viel Erfolg, viel Mut auch. Ich habe gehofft, ich habe ein schöneres, erfreulicheres Reading für euch. Liebe Skorpione, ich kann mir das hier natürlich auch zu einer wunderschönen Liebesgeschichte hinbiegen. Ist aber bloß alles ohne Sinn, weil es sieht hier einfach nicht nach einer wunderschönen Liebesgeschichte aus. Und ich bleibe lieber bei der Wahrheit, als dass ich euch hier wirklich ein Gefühl der falschen Hoffnung vermitteln möchte, liebe Skorpione. Dennoch, wie gesagt, es sieht hier trotzdem in den weiterführenden Reading, in den Outcome-Karten sehr, sehr gut aus, dass da Potenzial nach oben ist, dass ihr entweder diesen gewissen Menschen vergessen könnt, wenn dies eure Intention ist, oder ihn wieder näher zu euch bringen könnt, beziehungsweise euch wieder annähern könnt. Ja? So oder so, eure Intention, das, was ihr möchtet, befindet sich hier auf einem guten Weg, auch sich so herauszukristallisieren in der Zukunft. Liebe Skorpione, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Lasst mir gerne wieder Likes, Spenden, Feedback, Views, Kommentare, was ihr möchtet da. Herzlichen Dank dafür. Sehe das nach wie vor sehr, sehr gerne natürlich. Hoffe, wir sehen uns wieder und bis dahin macht es gut.